DJ Kick. Jo Leute, willkommen zu der zweiten Folge meines neuen Formates Pokémon Smart Edition. Und ja, wie ich gesehen habe, gab es glaube ich einen Karton, wie ich es richtig gesehen habe. Ich nehme direkt der auf. Das tut mir echt sehr leid. Ich versuche es irgendwie ich glaube, es klappt auch wirklich nicht mit Ton. Es ist echt nicht böse. Ich versuche irgendwie Musik zu spielen. Wenn es dir nicht gefällt, dann sag es einfach. Und versuche es irgendwie noch zu beheben. Wird echt schwer. Ob ihr unbedingt Musik müsst oder ob es egal ist. Mir echt sehr wichtig. Schreibt auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare, ob ihr unbedingt Musik wollt oder nicht Musik, ob es nicht so wichtig ist. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und wir fangen jetzt machen weiter. Ich muss jetzt zu Mike gehen. Wurzelheim. Mike und ist hier da oben schon. Komm, Mike ist hier noch drin in seinem Zimmer. Ihr Zimmer. Ja, rennt gleich vor. So, nein, ich weiß gar nicht, wo Mike ist. Ich wollte noch nicht vor. Oder ist sie hier drin? Das kann auch sein. Dass sie jetzt gerade hier drin ist. Gucken wir das nochmal nach. Ist in meinem Zimmer. Nein, das weiß ich, wo die ist. Da ist jetzt schon den Weg weitergelaufen. Mike? Mike oder wieso? Ich kann es glaube ich immer noch nicht aussprechen. Oder ist richtig? Weiß ich jetzt nicht. Dann würde ich sagen, jetzt mache ich jetzt los mit der Pokémon-Landschaft. Jetzt geht's mal richtig los mit Pokémon. Was er will. Wildes Pokémon springt dich in hohem Gras an. Wenn du Pokémon fangen willst, musst du hohe Gras gehen und sie suchen. Ja, das hatte ich, kenne ich ja schon. Jetzt gleich, guck mal, ob es als Kampf kommt. Sind deine Pokémon müde? Bring sie in dein Pokémon Center. Die Roselandstadt gleich hier um die Ecke. Gibt es ein Pokémon Center? Okay, das ist interessant. Oh, das erste Pokémon-Kampf. Also ein zweiter eigentlich. Und wir haben einen Wompel. Ein wildes Wompel erscheint. Los, Hydropi. Hydropi, Kampf. Tackle. Hydropi setzt Tackle ein. Oh. Tackle. Okay, gut. Okay, das sieht gar nicht. Ich bin höheres Level. Ich bin Level 5, er ist Level 2 hier. Volltreffer. Wurde besiegt. Hydropi hält 15 E-Punkte. Fast Level 6. Schon cool. Soll ich sehen was? Da ist nichts. Also wenn... Der will... Oh gut. Pokémon Center ist mit... Ob der will irgendwas von uns gleich. Wildes Pokémon. Ja, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Das freut mich. Okay, wir benötigen dein Pokémon. Nein, naja, klar. Okay, ich nehme dein Pokémon für einen Moment in meinen Obhut. Schade, dass ich nicht höre, das ist ein bisschen schade. Danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Das ist schön. Komm jederzeit wieder vorbei. Na klar, ich komme immer vorbei. Freut mich immer. Jo, tschüss. Gut. Dann kaufen wir uns ein paar Tränke. Obwohl, Tränke doch reingekauft ist, mal. Ein paar Tränke. Willkommen. Kann ich dir helfen? Kaufen. Tränke auch. Wecker. Powerheiler. Und ein paar Tränke. Einmal genug. Kommen wir 5. 5 Tränke. Welche 5 Tränke? Das macht dann, ja klar, gerne. Bitte sehr. Und vielen Dank. Zurück. Gibt es noch was ich für dich tun könnte? Nein, danke. Tschüss. Bitte komm bald wieder. Ja, ciao. Würde ich sagen, Rosenalstadt sind wir. Dann geht es jetzt mal weiter. Meine Pokémon sind unglaublich müde. Ich hätte einen Trank mitnehmen sollen. Hätte er geben können. Okay, das Wasser. Oh, da ist sie. Oh, steig mal. Sehr gut. Nächstes Pokémon-Kampf. Windgul. Ein wildes Windgul erscheint. Los, Hydropi.
Kampf, Tackle. Hidropi setzt Tackle ein. Wingull wild setzt Heule ein. Bin auch nicht. Angriff von Hidropi sinkt. Stinkt sie mal, sinkt. Tackle. Hidropi setzt Tackle ein. Oh, Wingull setzt Heule ein. Wieder Heule ein. Das geht schon nicht weiter. Hidropia setzt wieder Tackle ein. Und er ist platt. Wingull wild wurde besiegt. Hidropia erhält 18 XP-Punkte. EP-Punkte. Hidropia erreicht Level 6. Juhu. Er lernt Lebensschelle. Mike, mal sehen, das Pokémon von Route 101 besitzt. Oh, hi, Robin. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dich ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Oh, ich bin gespannt. Was sie für Pokémon ausgewählt hat. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Mike. Gekarbor wird von Trainer Mike in den Kampf gesetzt. Wer ist das? Also, ah, ja. Gekarbor. Das sind verschiedene Namen. Mit Tackle, Deckel. Der Silberblick ein. Okay, Silberblick. Wer hat von Heber singt? Stinkt schon wieder. Jetzt Tackle ein, juhu. Mal Tackle. Komm mal rein. Jetzt gewinnen wir auch locker Ease. Das ist eigentlich leicht am Anfang. Ich finde es ist richtig schwer, relativ schwer. Ich hoffe auch, dass das Play noch etwas richtig lange wird. Wäre auch cool, wenn es euch lange gefallen wird. Umso länger Let's Play kommt davon. Jetzt Tackle ein. Tackle. Mein Mund ist so ausgetrocknet. Ich habe lange nicht mehr getrunken. Ich muss gleich was trinken. Hydropi hält 89 E-Punkte. XP-Punkt hier. Oh, Level 7, juhu. Reich Level 7. Oh, fast bei Level 8 schon. Dim, 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 dim. Wow, das war spitze, Robin. Du bist ein Naturtalent. Robin gewinnt 300 Euro. Ich weiß nicht, wie das heißt, die Währung hier. 300 Dollar oder so. Das war Dollar nicht. Mike, ich glaube, ich weiß jetzt, warum dein Vater Dinge ausgemacht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst sehr kurze Zeit und es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Und geht es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Auf jeden Fall, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr es wisst, wie die Währung hier heißt, ob das überhaupt einen Währungsnamen hat. Was steht auf dem Schild? Route 103, Rosenstadt, okay. Dum, 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 dum. Das heißt von Pokémon. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Ja klar. Okay, ich nehme dein Pokémon für einen Moment in den Obhut. Okay, mach das. Also sehr viel zu lesen, echt anstrengend. Danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Na klar. Muss ich sogar auch, leider. Also, ach so, da, das ist hier. Mike, Robin, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ja, hat ihr auch vor. Dün, 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 dün. Was ist das hier? Ich glaube, Rosenheimstadt. Route 1, Rosenheimstadt. Okay, achso. Ja. So. Dum, 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 dum. Ich glaube, ich muss jetzt zum Labor gehen. Geh jetzt mal rein. Was sind hier? Professor Mike. Oh, hallo, Robin. Ich habe gehört, du hast Mike besiegt. Super, das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Ja, das war's. Mike hilft mir schon lange Zeit beim Forschungen. Mike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft dir beim Forschungen, aber ich denke, du kannst den Pokémon auch gebrauchen. Robin hält den Pokédex. Robin, Professor Birk. Der Pokémon Dex ist ein hoch entwickeltes technisches Gerät, das automatisch jeder Pokémon, das dazu siehst oder fängst, registriert.
Mike geht nie ohne ihn aus dem Haus. Immer wenn Mike Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir seinen Eintrag im Pokédex. Das ist cool. Ja. Während ich draußen forsche, Mike, Robin, jetzt hast du auch schon ein Pokédex. Hey, lol. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Pokebälle erhalten. Robin packt Pokebälle in die Balltasche. Mike, es macht unheimlich viel Spaß. Ich kann so schlecht lesen, weil ich habe so viel schon. Ich habe meinen ganzen Mund ausgetrocknet. Die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mir wirklich überall um den ich will, die unterschiedlichen Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mir mit Pokébällen. Ja, gut. Okay. Mutter, warte, Robin. Mutter, Robin, hast du dich schon Professor F vorgestellt? Oh, was für ein hübsches Pokémon du hast. Von Professor Ash erhalten? Toll. Du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar. Du siehst gut aus mit deiner Pokémon. Mit deinen Pokémon. Hier, Liebling, für dein Abenteuer ist ein Turbo-Treter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Robin zieht die Turbo-Treter an. Das ist gut. Mutter Robin, für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Halte B gedrückt, wenn du ihn Turbo-Treter haben möchtest, um zu rennen. Mhm. Schlüpfe in die Turbo-Schuhe und erhebe dich in die Welt da draußen. Sie vorzustellen, dass du nur dein eigenes Pokémon besitzt. Deines Vater wird überglücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig. Sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Wie geht das im Turbo-Treter? Mal gucken, wie es mit Turbo-Treter jetzt geht. Achso. Würde ich sagen, geht's mal weiter. Okay, das nächste kommt wieder. Dim. Wampel, Level 3. Das lese ich jetzt nicht mehr vor, weil es echt anstrengend ist. Aber das werde ich auch zukünftig nicht vorlesen, was wirklich wichtig ist. Tackle. Komm, mach mir platt hier. Komm los, platt. Tackle. Und nochmal wieder warten. Jetzt waren wir fertig. Tackle. Wurde besiegt. 23, okay, 23 EP ist gut. Gut. Da wollte ich nicht hin. Route 102. Ich werde Okay. Was hat er gesagt? Ich werde jede Menge Pokémon fangen. Okay. Viel Spaß. Okay, ich muss hier kämpfen. Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Ja, ist so gut. Helfen mal immer Spaß, die abzuzocken. Das ist Pokémon. Eine Herausforderung vom Trainer Teenager Asaga. Was Asaga? Teenager Ansaga. Oh Gott, Nikola. Ansaga. Okay. Läuft. Wo ist die Kopie? Tackle, mal platt. Also schon Level 5, die werden immer stärker. Meistens, wenn ich früher mit Pokémon gespielt habe, habe ich am Anfang richtig fett trainiert, schon auf Level 10 oder 15. Und dann habe ich es weitergemacht. Da muss es ein bisschen schneller halt gehen, weil ich nicht schneller, ich möchte halt nur das jetzt viel ausgenießen lassen, aber halt auch ein bisschen weiterkommen. Das war halt sehr wichtig. Ich meine, gleich eine Stelle lang stehen bleiben. Und ja.
Wenn ihr wollt, kann ich eventuell auch mal offline ein bisschen trainieren gehen, aber ich glaube, das werde ich jetzt wahrscheinlich alles mit euch mitmachen, dass es richtig schon lange Let's Play wird. Oh, Level 8. Hedropi erreicht Level 8. Hedropi. Spieler besiegt Teenager Anzucker. Okay, Uruguay gewinnt 80, ja, 80 ist nicht viel. Aber besser als nix. Komm, kämpfen wir mal gegen den hier. Komm los. Haha, unsere Augen haben sich getroffen. Ich kämpfe mit meiner Käfer-Pokémon gegen dich. Käfer-Pokémon, mach ich fertig. Obwohl, Käfer sind echt schwer. Käfer sind schwer. Das könnte jetzt eine Herausforderung werden. Eine Herausforderung von Käfer-Pokémon Balun. Paluten? Baldur, also Baldur. Das könnte eventuell ein bisschen schwer werden. Weil ich im Wasser-Pokémon, Wasser gegen Pflanzen, ist jetzt nicht so gut. Also eigentlich bringt das nicht so korrigiert eigentlich. Also Tackle, ist ja keine Wasser-Attacke, von daher. Weg, yeah. Wie viel HP hab ich? 85, geht doch cool ab, klar. Ah, nur ein, noch eins, das geht ja voll easy, easy, gedreckt. Bambul, Tackle. Setz Tackle ein. Tackle! Und besiegt. Und besiegt. 85, 30, 45. Oh, Level 9 schon. Juppie, geht schnell. Schwer besiegt. Käfersammler Baldur. Aua, besiegt und verloren. Robin gewinnt. 64, ja, geht. Das ist schon ein bisschen mehr. Also, ja, 14. Die Part ist also häufig ja zu Ende gleich. Tackle. Geht daneben. Oh, Mann. Stinkt. Singt, aber es steht immer stinkt. Naja. Oh, schneller gehen. Wie schnell da ging, Leute, war heftig, ne? Oh, ich bin ein Livestreamer, lecker. Spaß. Eine Herausforderung von Trainer Hugo. Tackle. Geht daneben. So, dann würde ich auch so ganz zügig sagen, ich mach den Kampf immer noch zu Ende. Aber es zieht alles in Länge noch raus. Er zieht zacks. Komm mal, fertig. Und weg. Welcher Level höher? Kommt nicht. Fast Level höher. Ah, der hat noch Pokémon. Ja gut, dann mach vielleicht noch Level 10. Wäre natürlich richtig cool. Geht ein bisschen länger, halt. Die Folge sind schon 18 Minuten 20. Heule ein, oh, heule. Ich bin auch echt fast tot. Muss man sagen. Ich habe 28 XP erleben und davon 11 nur noch. HP ist das stimmt. Will ich Level 10 bitte 10? Ah, oh, fast Level 10. Naja. Ich habe dich angesprochen, weil ich dachte, du könntest dich besiegen. Hey, du könntest. Cool. Naja, ich nehme kurz die Bären hier. Der ist auch noch mal hier. Ein paar Bären. Haben immer gut gebrochen. Dann will ich auch so ganz spontan mal sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Wertung echt sehr darüber freuen. Nein. Das wollte ich jetzt zufälligerweise nicht machen. Wollte schließen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung, da würde ich mich echt super freuen. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch alles gefragt habt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was. Seht ihr am Anfang, könnt direkt Stopp einfach und dann schreiben. Vielen Dank, lasst ein Like da, haut rein, Leute. Und wenn ihr mehr wollt, dann schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Folgen davon haben wollt. Also würde ich sagen, haut rein und ciao, ciao.